pro Woche das so machen können? Ja, weiß ich nicht. Also das ist halt natürlich die Frage, ne? Wie oft jetzt die Zwangsräumungen in diesem Ausmaß erforderlich sind oder ob man nicht vielleicht auch wie in Spanien auf die Idee kommt, so Zwangsräumungen auszusetzen oder ähnliches. Also da gibt es ja schon ganze Berufszünfte, die es schon nicht mehr einsehen, ja. Da jetzt sozusagen zum Instrument von der verlängerte Arm von Bankspekulationen zu werden. Ich weiß nicht, also ich mache ja ungerne Werbung, aber gestern war ein ganz toller Beitrag bei Arte irgendwie über die Schuldenkrise in Irland, in Spanien, und da wurde ganz eindrucksvoll dargelegt, ja, dass eigentlich gar nicht klar ist, wer davon letztendlich profitiert ist, und ja, mal schauen, ob die Leute das rausbekommen, ob wir das alle rausbekommen, wer da letztendlich die Knete eingesackt hat. Ja, und das ist so mit einer der Folgen, sicherlich jetzt nicht auf den Einzelfall bezogen, aber viele Zwangsräumungen finden eben statt, aufgrund der höheren Mieten, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können, dass Leute, die 20, 30 Jahre in ihren Kiezen wohnen, nun verdrängt werden. Stichwort Sozialgesetzgebung in den letzten Jahren hat da eine ganz schöne Schneise geschlagen. Ja, moin moin, hier bei Screenbeam for Global Change, Support bei Castor TV. Ja, das, was ihr da im Hintergrund seht, ich zoome da auch mal ein bisschen ran. Das ist jetzt im Prinzip die Wohnung, die da geräumt werden soll, besser gesagt, ist davor. Das ist alles so weiträumig hier abgesperrt. Die gesamte Arosa-Allee ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ja, ein Riesenaufwand, der hier betrieben wird, um eine kranke Frau aus der Wohnung zu räumen. Vorhin gab schon die Durchsage, dass die Frau wohl um 7 Uhr schon die Wohnung verlassen hat, durchsucht wurde und ihren Schlüssel abgeben musste hier auf der Straße. Ja, und nun wird wohl gleich irgendwie hier die Räumung vollzogen. Also die Hamburger Gitter, die hier erst noch so auf dem Mittelstreifen standen, sind jetzt benutzt worden, um die Zugänge zu verriegeln und verrammeln, sodass die Leute nicht hier eventuell sich vor das Haus setzen könnten. Ja, hier findet eine kleine Kundgebung statt, eine Blockade, eine Demonstration gegen diese Zwangsräumungen, weil es nur eine von vielen, vielen Zwangsräumungen hier in Berlin ist, die hier immer öfter stattfinden, weil die Leute sich das entweder nicht mehr leisten können oder weil halt eben andere Gründe vorliegen.